Hallo und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, in der ich gerne den neuen Eufy Omni S1 Pro vorstellen möchte, der zwar von den Grundfunktionen vielen Geräten gleich ist, jedoch im direkten Vergleich von der technischen Herangehensweise, vor allem wenn es um das Bodenwischen geht, nicht unterschiedlicher sein könnte. Gleich nach dem Intro alle Infos zum S1 Pro sowie ein Vergleich mit einem der besten seiner Klasse, dem Roborock S8 Max V Ultra, um eben diese technischen Unterschiede besser darstellen zu können. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. In diesem Fall habe ich natürlich beide Geräte unten in der Videobeschreibung, für die es interessiert, verlinkt. Machen wir den Anfang zunächst mal mit dem wichtigsten Punkt für uns Kunden, das ist der Kaufpreis. Und hier werden wir feststellen, beide Geräte kosten gleich viel. Für Eufys sowie Roborocks Gerät muss man derzeit 1.499 Euro bezahlen. Also zwei Roboter, die preislich und aber auch vom technischen Umfang eher in der Oberliga mitspielen. Jedoch findet vom 1. bis zum 12. Juli eine Aktion statt, bei der man den S1 Pro bereits für 1.299 Euro bekommt. Ich weiß zwar noch nicht, wie lange das Ganze geht, bei Eufy gibt es aber derzeit eine Aktion, bei der pro S1 Bestellung ein Zubehörset im Wert von 195 Euro gratis zum Roboter dazugelegt wird. Die Unterschiede beginnen bereits in der beiliegenden vollautomatischen Station, die natürlich bei beiden Geräten in der Verpackung enthalten ist. Beide Stationen laden den Roboter zum einen auf, entleeren den im Roboter sitzenden Staubbehälter, waschen den Wischmopp aus. Um das umzusetzen, haben beide Stationen jeweils einen Frischwasser- sowie Schmutzwassertank. Dabei gefällt mir die Lösung von Eufy besser. Hier ist der Tank transparent gehalten. Man sieht von außen, ob ein Frischwassertank mittlerweile leer und ein Schmutzwassertank voll geworden ist. Bei Roborock muss man entweder auf die Warnung in der App warten oder den Behälter entnehmen, öffnen, um zu sehen, wie viel Wasser sich im jeweiligen Behälter befindet. Versorgen den Roboter vor dem Bodenwischen mit Frischwasser. In beiden Robotern ist ein Frischwassertank verbaut, aber dazu kommen wir gleich auch noch. Und nach getaner Arbeit trocknen beide Stationen die Wischmopp-Einheit mit warmer Luft. So wird der Wischmopp schneller trocken, als wenn dieser nur mit kalter Luft getrocknet wird. Auf den ersten Blick hört sich alles gleich an. Wenn man aber ein bisschen tiefgründiger vergleicht, merkt man die ersten Unterschiede in der besagten Herangehensweise. Und eben einer dieser großen Unterschiede, bevor es an das erste Bodenwaschen geht. Die Station des S1 Pro hat einen Ozongenerator verbaut, der das Wasser im Wassertank aufbereitet. Bei diesem Verfahren werden 99,99% aller Bakterien und Keime im Wasser beseitigt. Man bekommt am Ende ozonisiertes Wasser. Bei der Roborock-Station fehlt eine solche Wasseraufbereitung. Dafür haben beide Stationen ein extra Fach für Reinigungsmittel, welches dann von der Station automatisch zum Reinigungswasser dazu dosiert wird. Zusätzlich hat Eufys Station auf der Oberseite Bedienknöpfe sowie ein farbiges Infodisplay, welches den Status des Roboters sowie die unterschiedlichen Reinigungsvorgänge anzeigt. Sowas fehlt bei der Station von Roborock komplett. Ein weiterer großer Unterschied in der technischen Umsetzung: bei dem Gerät von Roborock werden in Anführungszeichen nur die Wischmops ausgewaschen. Das vorher in den Roboter getankte Frischwasser wird ja auf dem Boden verteilt. Beim Eufy S1 Pro hingegen befindet sich neben dem Frischwassertank im Roboter auch noch ein zusätzlicher Schmutzwassertank, was einen großen Unterschied in der Art und Weise ausmacht, wie der Roboter Böden wäscht. Aber dazu gleich mehr, wenn es ums Bodenwaschen geht. Erstmal zu den Robotern selbst. In der Höhe sind beide Geräte fast gleich hoch, mit einem kleinen Unterschied. Eufy hat beim S1 Pro den Leader, der normalerweise bei herkömmlichen Robotern auf der Geräteoberseite sitzt, das ist dieser kleine Turm in der Mitte vom Roboter, in die Gerätefront verpackt und somit an Höhe im Vergleich zum Roborock gewonnen, der weiterhin auf diesen klassischen Leader-Turm setzt. Das macht in den meisten Fällen zwar keinen Unterschied, wenn es aber darum geht, dass der Roboter auch mal unter ein Bett, unter eine Couch fährt, so hat der S1 Pro natürlich den Vorteil, dass kein Turm oben drauf sitzt, der an einer Bettkante hängen bleiben könnte. Der S8 Max V Ultra klassisch rund gehalten. Der S1 Pro eher quadratisch mit leicht abgerundeten Ecken. Durch die quadratische Bauart des S1 Pro kommt das Gerät viel besser an Ecken und Kanten, kann näher an Kanten fahren, um natürlich auch dort Dreck zu entfernen. Der runden Bauart verschuldet, musste Roborock sich etwas einfallen lassen und ein paar
weitere Optimierungen am Roboter selbst vornehmen, um Ecken und Kanten effizient reinigen zu können. Zum Beispiel hat der Hersteller eine Seitenbürste im Flexi-Arm-Design verbaut. Diese fährt aus, um besser in Ecken zu kommen. Und es gibt einen zusätzlichen Mini-Wischmopp, der an der Seite des Roboters platziert worden ist, damit Kanten ebenfalls durchgewischt werden können. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Roborocks Gerät dank diesem Mini-Wischmopp etwas näher an Kanten entlang wischen kann als der S1 Pro, obwohl dieser auch schon relativ nah rankommt wegen seinem quadratischen Design. Zum größten Unterschied beim Bodenwischen komme ich gleich noch. Jetzt erstmal kurz auf die Staubsaugfunktion fokussiert. Der Eufy S1 Pro hat eine Saugleistung von 8000 Pascal. Der Roborock S8 eine Saugleistung von 10.000 Pascal, bietet also etwas mehr an Saugleistung. In meinem Praxistest habe ich jetzt keinen gravierenden, fast gar keinen Unterschied in der Saugleistung wahrnehmen können. Hier in diesem Beispiel ganz gut zu sehen, beide Geräte haben die Reiskörner, die ich am Boden verteilt habe, zuverlässig aufgesaugt und kein Reiskorn am Boden übrig gelassen. Beim Staubsaugen sind beide Geräte also relativ identisch, auch wenn der Roborock etwas mehr an Saugleistung hat. Beim Bodenwischen von der Herangehensweise komplett unterschiedlich. Setzt das Gerät von Roborock auf das Vibra-Rise 3.0 System, ein Wischtuch, welches sich auf einer 4000 mal die Minute vibrierenden Platte befindet, sowie der kleine besagte Wischmopp an der Seite, um an Kanten besser reinigen zu können. So hat der S1 Pro eine Reinigungswalze über die komplette Gerätebreite, die sich 170 mal die Minute dreht und einen Wischdruck von 1 Kilogramm erzeugt. Das Besondere hier, während eines Bodenwischvorgangs wird die Reinigungswalze dank der Always Clean Mop Technologie permanent vom Roboter ausgespült und dabei landet das dreckige Wischwasser, wie bereits schon gesagt, im roboterinternen Schmutzwasserbehälter. Beim S8 Max V Ultra hingegen bleibt der Schmutz so lange auf dem Wischmopp, bis der Roboter zwischenzeitlich während einer Reinigung, also nicht am Ende erst, mal in die Station fährt, um den Wischmopp von der Station reinigen zu lassen. Mir persönlich hat das Wischergebnis des Eufy S1 Pro mehr gefallen. Auch wenn es beim Roborock nicht schlecht ist, hatte ich das Gefühl, dass Eufys Gerät noch ein bisschen gründlicher und akkurater erwischt. Es macht schon einen Unterschied, ob es eine sich drehende Reinigungswalze ist, die permanent vom Roboter ausgewaschen wird oder ob es ein Wischmopp ist, der auf einer vibrierenden Platte angebracht ist und vom Roboter hinterhergezogen wird und dann natürlich erst ausgewaschen wird, wenn der Roboter hin und wieder zur Station zurückkehrt. Beide Roboter können beim Bodenwischen Teppiche erkennen und die Wischmopp-Einheit auch anfahren. Der S1 Pro auf eine Höhe von 12 mm, der Roborock S8 auf eine Höhe von 20 mm. Bei einem dicken, flauschigen Teppich wie bei mir zu Hause hat es der S8 V Max etwas leichter gehabt, über den Teppich zu fahren. Ich würde schon eher fast sagen, dass der S1 Pro eher für dünnere, normale Teppiche geeignet ist. Bei zu dicken, flauschigen Teppichen kann es passieren, dass er sich zu fest saugt und dann händisch entfernt werden muss. Hindernisse, die in der Wohnung verteilt sind, ob es jetzt Möbel oder irgendwelche Spielsachen vom Kind sind, werden zuverlässig von beiden Geräten erkannt und gemieden. Um das umzusetzen, arbeiten beide Systeme mit 3D-Licht und RGB-Kameras. So, meine Freunde, ich hoffe, dieses Vorstellungs- und Vergleichsvideo hat euch ein bisschen aufgezeigt, wie unterschiedlich beide Systeme mit unterschiedlichen Technologien arbeiten, um ans gleiche Ziel zu kommen. Damit wir Menschen letzten Endes weniger Zeit mit Hausarbeit verbringen müssen, um schönere Dinge in der Zeit erledigen zu können. Man hat das Gefühl, dass der Roborock einen etwas größeren Fokus auf das Staubsaugen selbst setzt, hat etwas mehr Leistung, wobei ich im direkten Vergleich keinen großen Unterschied zwischen beiden Systemen gemerkt habe. Der S1 Pro beim Staubsaugen etwas weniger Bodenfreiheit, hat etwas weniger Saugleistung, lieferte aber auf normalen Böden ein ebenfalls gutes Saugergebnis, bietet jedoch mehr, wenn es um das Bodenwaschen geht, was für mich persönlich interessanter ist, denn ich habe bei mir in der Wohnung nur einen kleinen Teppich, ansonsten alles Hartböden, die leicht durchzusaugen sind, bei denen es eher auf das Bodenwischen ankommt. Wenn ich mich also zwischen beiden Geräten entscheiden müsste, nachdem ich es beide Systeme ausprobiert habe,
eben mit dem Faktor, dass ich mehr Hartböden als Teppiche zu Hause habe, würde ich in diesem Fall eher zum Eufy S1 Pro greifen. Wenn ich überwiegend Teppiche zu Hause hätte, würde die Wahl wahrscheinlich anders aussehen. Und jetzt bleibt mir nur noch eins übrig, mich zu bedanken fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, damit wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es für euch einen Mehrwert dargestellt hat. Wir sehen uns, bis dann, ciao!